Hallihallo meine Süßen. So, ich habe heute ein Paket bekommen. Ich zeige euch schnell. So sieht es aus. Ganz großes Paket. Und die werde ich jetzt mit euch auspacken. Und zwar hat das eine liebe Abonnentin von mir geschickt, die liebe Lina. Ich danke dir ganz herzlich für dein Paket. Und sie hat es richtig gut eingepackt, muss ich sagen. Sie hat mir schon davor gewarnt, aber das werden wir schon schaffen. Sie hat mich schon davor gewarnt, dass sie das gut eingepackt hat, aber dass sie es so gut eingepackt hat, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil sie hat wirklich alles mit Klebeband zugeklebt. Oh mein Gott. Ja, du hattest recht. Ich habe wirklich Mühe, es auszupacken. Also. Also das Paket. Also ich habe, glaube ich, circa knapp zwei Wochen auf das Paket gewartet. Aber jetzt ist es schlussendlich angekommen. Und hat sich wirklich Mühe gegeben, es einzupacken. Und schon wieder alles zugeklebt. Hat jemand von euch schon mal so ein Paket bekommen, die ihr kaum aufkriegt? Schreibt es mir doch mal in die Infobox. Würde mich interessieren, ob das jemand auch mal so ergangen ist wie mir jetzt gerade. So. Ich hoffe, ich kriege die jetzt auf. Immer noch nicht. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Also, so sieht es mal aus. Und sie hat mir noch einen Brief mit beigelegt, den ich jetzt mal ganz kurz durchlesen werde. Süß. danke dir, Maus. Es ist wirklich toll. Und ich werde jetzt mal schauen. Der kleine Tyler weint wieder. Ich werde ihn schnell gleich holen. Ich komme gleich wieder. Einen Moment. Oh, ich bin wieder hier. Schauen wir mal. Oh. Schokolade. Lecker. Viel Spaß beim Hände essen. Okay. Hier steht, Handcreme für trockene Haut, Synergen ist eine limitierte Edition, White Chocolate. 24 Stunden Feuchtigkeit, zieht schnell ein. Also so sieht es aus. Und mal schauen, wie es riecht. Es riecht richtig schokoladig. Ich werde mal probieren. Jetzt, weil es noch unterwegs war, ist es noch schön kühl. Oh, es riecht so toll. Richtig lecker. Gell? Gell? Der kleine Tyler ist eben hier und ja. So, was haben wir hier noch? Dann habe ich hier ein Rivaldi Loop 2 in 1 Creme und Maske Cherry Blossom mit Jojobaöl, Mandelöl, Vitamin E und Kirschextrakt für gepflegte Hände und Nägel. So sieht es aus. Und das ist richtig kühl. Das tut richtig gut. Mal schnell ausprobieren. Ja, findest du es lustig? Muss ich mal nachher schnell durchlesen, wie die genau funktioniert. Ah nein, hier steht Anwendung Creme. Die Rivaldi Loop 2 in 1 Creme und Maske auf die Hände auftragen und leicht einmassieren.
Anwendung Maske. Die Rivaldi Luft 2-in-1 Creme und Maske messerdick auftragen und nach ca. 5 Minuten Einwirkzeit das überschüssige Produkt einmassieren oder mit einem Kosmetiktuch abnehmen. Okay, werde ich mal ausprobieren. Also riechen tut die jetzt nicht so stark, aber angenehm. Ich danke dir. Oh mein Gott, ich bin so richtig. Und dann habe ich hier noch einen Lippenstift von Rivaldi Loop. Die Farbe steht leider nie drauf, aber das ist die, ich glaube hier, die 46. So, und die Farbe ist so ein dunkles Rot, so Bordeaux-Braun. Das ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Werde ich die euch mal für euch swatchen. Das ist eine unheimlich schöne Farbe. So sieht es aus. Wirklich schön, wunderschön. Oh, richtig happy. Dann habe ich hier noch einen Kajal von Essence. Cute Essence. Hell. Das ist doch eine limitierte Edition gewesen. Das ist auch wunderschön. Ich mag farbige Kajals, auch wenn ich ganz selten trage, aber in meinen Videos schminke ich mich ein bisschen anders als privat. Und ja, danke dir, Maus. Richtig tolle Sachen. Oh mein Gott, es sind so viele Produkte. Oh Scheiße. Tut mir leid. Ja. Oh mein Gott, ich bin so richtig schusselig heute. Und das Wort durfte ich eigentlich nicht sagen, da der Kleine da ist. Er schaut mir schon richtig verdutzt an. Egal. Was redet das, Mami? Nur Blödsinn, hä? oh. Für die natürliche Schönheit. ja. Da. Die meisten wissen ja, dass ich ganz gerne mal Rivaldi Loop Sachen ausprobiert habe. Und die Sachen habe ich jetzt bei ihr bestellt. Also sie hat gesagt, sie hat eine Rivaldi Loop, also einen Rossmann bei ihr in der Nähe. Und da hat sie mich gefragt, ob sie mir etwas besorgen soll. Und dann habe ich gesagt, ja gerne, wenn es ihr nichts ausmacht. Ich habe die Sachen selber bezahlt. Und ich wollte unbedingt mal die Augen-Make-up-Entferner von Rivaldi Loop ausprobieren. Und jetzt hat sie mir hier mitgebracht. Im Tauschpaket von der Miss Beauty Ellie habe ich ja auch eins und da bin ich richtig froh, dass ich die mal ausprobieren kann und ich bin richtig happy über die Produkte. Oh, hoffentlich schmeiße ich nichts vor, das. Oh mein Gott. Und hier habe ich noch einen 02 Cream Cake Baked Eyeshadow von Rivaldi Loop. So ein wunderschönes Braun. Oh, die sieht so schön aus. Und der Kleine ist jetzt eingeschlafen. Wollt ihr es schnell sehen? Also er ist jetzt eingeschlafen. Er ist eben am Zahnen. Also er bekommt seinen ersten Zahn. Wahrscheinlich. Und deshalb weint er sehr oft und ist ein bisschen unruhig. Und jetzt bin ich froh, dass er endlich mal ein bisschen schläft. Werdet ihr euch schnell swatchen? Zurück zum Richtigen. Die Farbe ist unheimlich schön. Schaut euch die Farbe mal an. Oh, wie das schimmert und tut. Mein Gott, einfach unglaublich.
Und dann habe ich hier noch einen Lippenstift. Ich habe das bei der lieben Jenny gesehen, also die Jen Jens Schminkt TV. Und sie hatte so ein Review dazu gemacht. Und als ich das gesehen habe, wollte ich die jetzt auch mal ausprobieren und habe mir die jetzt die Farbe. Keine Farbe. Einfach das dunklere Pink ausgesucht. So sieht die aus. Und bin richtig gespannt, wie die so ist. Ich werde wahrscheinlich zu diesem Produkt dann auch ein Review machen. Oh, so viele schöne Sachen. Oh. Für strahlende Augen. Das sind jetzt aus der Secret Romance Eye Mousse. L.E. Aus der Secret Romance L.E. Hat sie mir jetzt noch einige Eyeshadow Mousse gekauft. Also so, das ist einmal die Farbe 01 Soft Vanille. Die sieht so aus. Ich werde euch mal swatchen. Wunderschön die Farben. Und dann habe ich hier noch die 02 Soft Rose. Die sieht so aus. Auch noch schnell swatchen. Oh, das ist eine unheimlich schöne Farbe. Oh mein Gott. Ich bin richtig, also jetzt vom ersten Eindruck her, die habe ich euch schon mal geswatcht. Die habe ich ja auch von der Miss Beauty Ellie bekommen. Die werde ich jetzt nicht swatchen. Also ich muss sagen, die Sachen, die Miss Beauty Ellie mir gegeben hat bis jetzt, also die habe ich jetzt schon ausprobiert und ich muss sagen, ich bin richtig begeistert. Und ja, ich mag Rivalti Blue Produkte. Sehr schade, haben wir das nicht bei uns in der Nähe. Für jeden Tag ein Nagellack. Oh mein Gott. Oh, ich liebe die Farbe. Das ist... Oh, Essence hat ja auch so... Nein, welche Marke? Ich habe irgendeine Marke, habe ich auch so einen ähnlichen Nagellack. Oh mein Gott, ist die schön. Das ist so ein weiß-silbrig mit leichtem rosa Schimmer. Ich hoffe, ja, hier könnt ihr es sehen. Wunderschön. Das ist jetzt die Farbe 29, glaube ich. Ja, 29. Unheimlich schön. Oh, vielen Dank, Maus, dass du mir die Sachen besorgt hast. Ich bin richtig happy. Und oh mein Gott, ich bin einfach sprachlos. Dann hat es noch einen wunderschönen Blauton in 71. Hier steht sogar noch neu drauf. Das ist so ein wunderschönes Blau. Fast wie die Essie Nagellack, nur ein bisschen violettstichiger. Und oh mein Gott, die Farbe, die ist unheimlich schön. Und dann noch eins für den Herbst. Die Farbe 67. Das sieht so aus. So wie die. Ihr kennt ja bestimmt alle die Douglas Box. Ungefähr die Farbe hat die Douglas Box. Die Nagellack jetzt hier. Das könnt ihr euch so gut vorstellen. Aber ich denke, meine Kamera gibt es recht gut die Farbe her. Dem hier auch wunderschön. Oh, noch mehr Nagellack. Mein Mann dreht durch. Dann habe ich hier nochmal so ein Blau, das war die Farbe 10. Das ist jetzt ein bisschen heller als das andere. Wo ist das? Hier. Das ist jetzt so ein helles Blau. Das ist jetzt quasi wie ein Royal Blau. Einfach ein bisschen heller, was ich auch ganz gerne mag. Wie ihr seht, habe ich auch blaue Fingernägel. Ich liebe Blau zurzeit. Dann habe ich nochmal eins. Oh, das erinnert mich
sogar an mein Herzen. Und die Farbe ist unheimlich schön. Die Farbe ist 17. So sieht die aus. So ein schönes Violett mit Schimmer. So Silberschimmer. Unheimlich schön. Also, oh mein Gott, ich bin richtig happy. Und das ist jetzt so ein Altrosa, würde ich jetzt mal sagen. Die Farbe 21. So sieht die aus. Wirklich wunderschöne Nagellacke. Dann hat es hier noch ein so ein knalligeres Pink, die 221, so korallig Pink, mag ich auch ganz gerne, ist auch schön für den Sommer. Oh mein Gott, wirklich für jeden Tag eine Nagellack und ich wechsle meine Nagellacke wirklich sehr oft. Aber zurzeit mag ich einfach den. Und dann hat sie mir noch einen Kajal dazugelegt von Essence Long Lasting Eye Pen in der Farbe 08 Touch of Glam. Hallo, fokussiert. So, ich hoffe, ihr könnt es lesen. So, ist so ein Violett und ich liebe die von Essence. Das ist jetzt zwar, sieht fast schwarz aus, aber in der Realität ist es wirklich violett. Eine wunderschöne Farbe und ich mag die Kajale von Essence sowieso ganz gerne und von dem her danke dir, Maus. Also von dem habe ich jetzt nichts gewusst. Ich habe nur ein paar Produkten von Rivaldi Loop bestellt. Dann hat es hier noch einen Blush. Ja, gut, reden kann ich auch nicht mehr. Blush. Und zwar die Farbe 07 Red Blush. Und jetzt habe ich schon zwei Blush von Rivaldi Loop. Oh. Und ich finde die jetzt eigentlich nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Obwohl beim anderen die Farbabgabe nicht so gut ist, aber für den Alltag eigentlich ein guter Blush. Und oh, ich bringe die irgendwie gar nicht auf. So sieht die Farbe aus. So, schnell. Ich finde die Textur einfach unheimlich gut. Das ist jetzt ganz sanft und so sieht es aus. Auch eher ein alltagstauglicher Blush. Ich muss sagen, die Textur von dem Blush unheimlich. Dann habe ich hier noch. Sie hat alles schön eingepackt, sie hat es richtig gut gemeint. Dein Traum. Ja, diesen Blush wollte ich unbedingt haben und jetzt habe ich es zweimal, was eigentlich ganz gut ist, aber ich weiß nur nicht jetzt mehr, was ich mit dem machen soll, weil Highlighter, wann brauche ich die mal auf? Naja, da ich die ja selbst gekauft habe, werde ich die wahrscheinlich irgendwann mal verlosen. Aber ich danke dir von ganzem Herzen, dass du meinen Wunsch erfüllt hast, Süße. Dass du wirklich dir die Mühe gegeben hast und mir die Sachen besorgt hast, bin ich dir unheimlich dankbar dafür. Und ja, ich bin sprachlos und es hört nicht mehr auf, es hat noch mehr Produkte, aber hier sind jetzt einige Produkte dabei, die ich überhaupt nicht davon wusste. Seht ihr, ich bin wieder völlig aus dem Häuschen und ja, wie ihr wisst, mag ich Geschenke. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Und ja, ich werde den jetzt nicht swatchen,
weil, wie gesagt, die kommt ja vielleicht mal in eine Verlosung. Vielleicht behalte ich es auch selber. So. Och, hier ist es gut. Dann habe ich hier wieder einen Eyeshadow Base von Rivaldi Look, die ihr ja alle schon kennt. Werde ich jetzt auch nicht zeigen. Och, hier ist es gut. Ach, was Weiches für Tyler. Oh je. Wie süß ist das denn? Schaut mal her. Und es rasselt. Wie süß. Oh mein Gott. Danke dir, Maus. Also wirklich süß. Da wird er bestimmt Freude daran haben. Ich hoffe, es passt ihm. Ja, das passt ihm. Aber nur nicht mehr allzu lange, leider. Weil er schon die Größe jetzt hat, die... Er hat jetzt schon die Größe 62, bald 68. Also von dem her passt es ihm wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Aber ich werde es oft anziehen, damit wir lange Freude daran haben können. Oh, vielen herzlichen Dank, da wird er sich bestimmt auch freuen. Dann nochmal etwas. Oh, für Tyler, das war früher mal meins. Vielleicht mag er es ja auch. Ach je, wie süß ist das denn? Oh Maus, vielen Dank. Das ist ein Buch. Die sieht so aus. Die kann man einfach hier so aufklappen und sind verschiedene Bilder. Da wird er bestimmt Freude daran haben. Werden wir, sobald er es richtig anschauen kann und selbst damit spielen kann. So, dann kommen wir noch Lass dich verwöhnen. Oh. Auch von Rivaldi Look, Milch- und Honigmaske, Mandel- und Macadamia-Nussöl. Also für Entspannung. So, ich werde es mal. So. So sieht die aus, denn ich mag ja Gesichtsmasken. Ich tue mir jeden Sonntag Gesichtsmasken ins Gesicht schmieren. Und da bin ich absolut happy darüber, dass ich Masken bekomme, da ich wirklich regelmäßig Masken verwende. Dann habe ich hier noch eine Olivenmaske mit Lotusextrakt, reichhaltig. Auch wieder von Rivaldi Look. Bin sehr gespannt, wie die so sein wird. Für jede Woche eine Gesichtsmaske. Dann habe ich noch eine klärende Maske, Gurkenextrakt und Bisabolol, was das auch immer ist, das ist Reinigung. Und dann noch eine Sommer-Schälmaske, Granatapfelextrakt, erfrischend. Das ist eine limitierte Edition. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Maus. Ist wirklich richtig toll. Also ich bin richtig happy darüber, dass ich jetzt einige Sachen von Rivaldi Look habe, die ich gerne ausprobieren möchte. Ja. Das war es jetzt mal von der Gesichtsmaske und dann kommen wir, glaube ich, zum letzten Produkt. Und zwar geht es um die hydrofeuchtigkeitsarme Haut, kühlende Augenkonturen Roll-On mit Koffein und Apfelextrakt. Das ist die 3-in-1 nachhaltige Feuchtigkeit, zweitens anregend und erfrischend, drittens mildert Augenringe und Schwellungen. So sieht es aus und die wollte ich auch schon lange mal ausprobieren, weil ich auch einige gute Reviews dazu gehört habe und so. Wollte ich die mir auch unbedingt mal ausprobieren. Ja, ich bin halt quasi ein Opfer der Anfixerei. Sobald ich irgendein gutes Review höre, dann muss ich mir unbedingt die Sachen auch gleich kaufen. Und ja, und das ist jetzt Beispiel bei dem. Das habe ich bei der Luxon
2803, glaube ich, gesehen. Es tut mir leid, falls du mein Video siehst, tut mir leid, dass ich deinen Namen vielleicht falsch ausgesprochen habe oder so. Aber ja, sie hat mich da angefixt und das wollte ich dann auch mal ausprobieren. Und ja, zum Beispiel die Chrissy Cosmetic mag die jetzt nicht unbedingt, aber einige andere schon. Und ja, da die Mehrheit dafür sprachen, habe ich gedacht, ich will die jetzt auch mal ausprobieren. Und jetzt habe ich sie und ich darf sie ausprobieren. Ja, ich habe jetzt hier auf meinem Tisch ein richtiger Chaos veranstaltet und ich glaube, das waren jetzt alles, also wirklich, es ist leer. Sie haben mir tonnenweise Wattepads eingepackt, damit das alles richtig gepolstert ist und so, damit ja nichts kaputt geht, und die Sachen sind auch heil angekommen. Und nochmals vielen herzlichen Dank. Ich bin ja immer noch happy, dass ich die Sachen jetzt ausprobieren darf und kann, und ich werde es auch machen. Nächsten Sonntag werde ich gleich eins von dieser Maske ausprobieren, die ich jetzt hier bekommen habe. Und ja, und die Creme natürlich auch. Und oh, diese Handcreme, die riecht so gut. Am liebsten würde ich die aufessen. Und die Nagellacke, einfach alles unheimlich toll. Also nochmals vielen herzlichen Dank für deine Mühe. Und ja, und allen anderen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Auch wenn es ein verpeiltes Video war, hoffe ich trotzdem, dass es ja euch gefallen hat, wie gesagt. Und wie ihr seht, bin ich schon wieder richtig verpeilt. Und ja, nun, ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Und vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und allen anderen, meine neuen Abonnentinnen, die in dieser Zeit dazugekommen sind. Bedanke ich mich auch noch ganz herzlich, dass ihr mir ein Abo dagelassen habt. Und ja, nun wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann ihr das Video auch immer seht. Und bis zu meinem nächsten Video wieder. Bye!